Hallo zusammen, heute gibt es einen Food Haul. Ich war bei Edeka und bei Lidl und ich fange mal an mit Edeka. Da habe ich nicht so viel geholt. Ich habe da nur was geholt, was ich bei Lidl nicht bekommen habe. Deshalb bin ich zu Edeka gegangen, weil das Lidl nicht hatte. Und bei Edeka habe ich einmal 300 Gramm Cabanossi gekauft. Dann habe ich bei Edeka noch gekauft in der Dose weiße Bohnen mit Suppengrün, so eine große Dose. Da wollte ich jetzt nachher gleich was kochen. Von Edeka war jetzt das alles, weil ich habe wie gesagt bei Lidl ganz schön viel gekauft, aber die Cabanossi und diese weißen Bohnen in der Dose gab es bei Lidl nicht und deshalb musste ich eben zu Edeka. Und jetzt bei Lidl habe ich eingekauft einmal eine Sellerieknolle. Dann habe ich gekauft solche Delikatesse Baconstreifen von der Eigenmarke von Lidl Dulano. Dann habe ich einmal ein Kilo Zucker gekauft. Dann habe ich noch ein geschnittenes Brot gekauft. Dann habe ich noch gekauft einen Rührteigboden. Da wollte ich einen Obstkuchen machen. Dann habe ich Schokolade gekauft von Milka. Die war gerade im Angebot bei Lidl. Einmal habe ich die Milka genommen, diese Loufflé mit Alpenmilch einmal. Dann einmal diese Daim-Schokolade mit Krokant. Und einmal habe ich genommen diese mit Erdbeer. Dann habe ich noch genommen von Marabu diese Crisp Bites. Habe ich auch eine Packung jetzt mitgenommen. Hier sind vom Inhalt her 140 Gramm. Wollte ich mal probieren, haben die gerade vorübergehend im Sortiment bei Lidl und habe ich jetzt einmal so ein Marabu Crisp Bites mitgenommen. Dann habe ich noch mitgenommen rote Bratwürste vom Schwein. Da sind immer 5 Stück in der Verpackung. Ich habe jetzt 2 so Packungen von diesen roten Grillwürsten mal mitgenommen und die hatte ich schon mal und die schmeckten so gut, die haben die noch nicht so lange im Sortiment. Dann habe ich noch mal Würstchen mitgenommen. Das sind grobe Delikatessbratwürstchen mit Bergkäse und Marillenstücke. Da bin ich mal gespannt, wie die schmecken sind, also zum Grillen als auch für die Pfanne. Habe ich jetzt einmal so mitgenommen. Da bin ich mal gespannt, wie die schmecken mit Marillenstücke. Durfte jetzt deshalb einmal mit, dass ich mal dieses teste. Dann habe ich noch einen Delikatess-Bacon mitgenommen. Solche Scheiben. Der Inhalt sind hier 100 Gramm. Habe ich jetzt so eine Packung mitgenommen. Dann habe ich einmal weißen Balsamico-Essig mitgenommen. Mein Essig ist leer geworden und habe ich jetzt dringend einmal Essig gebraucht. Dann habe ich einmal einen Ingwer mitgenommen. Dann zweimal Bärenmarke-Milch. Einmal fettarme Milch mit 1,5% Fett und einmal mit 3,8% Fett. Dann habe ich einmal von Felix Katzenfutter mitgenommen mit Thunfisch und Kabeljau. Dann habe ich einmal von Müllermilch Ayran mitgenommen. Ist jetzt vorübergehend im Sortiment. Da steht auch drauf, da ist Joghurt, Wasser und Salz drin und sonst nichts steht da drauf. Inhalt sind hier 500 Milliliter und habe ich jetzt einmal von Müllermilch so ein Ayran-Getränk mitgenommen zum Probieren, ob das gut ist. Aber ich denke schon, dass das gut ist. Durfte jetzt auch einmal mit. Dann habe ich zweimal mitgenommen Sirup, haben die jetzt gerade auch vorübergehend im Sortiment bei Lidl. Zweimal so Getränkesirup und einmal habe ich mitgenommen Holunderblüte.
Und einmal habe ich mitgenommen Himbeere. Und da sind jeweils 0,7 Liter vom Inhalt drin. Und habe ich jetzt jeweils eine Flasche mitgenommen Holunderblütensirup und Himbeersirup. Dann habe ich einmal einen Orange- und Mangosaft mitgenommen. Der Inhalt sind 1 Liter. Habe ich jetzt auch eine Flasche mitgenommen. Dann habe ich noch einen kleinen Orange- und Mangosaft mitgenommen. Der kleine war im Moment im Angebot, deshalb habe ich den kleinen mitgenommen. Sonst kaufe ich immer die 1 Liter Flasche. Aber weil der jetzt der kleine von 0,5 Liter im Angebot war, habe ich jetzt auch eine Flasche von diesem kleinen mitgenommen, von diesem Orange- und Mangosaft. Dann habe ich einmal Tomatenmark mitgenommen von der Eigenmarke von Lidl Freschona. Dann habe ich noch mitgenommen gerebelten Majoran. Dieser ist gerebelt, habe ich ein Glas von diesem Majoran gekauft. Dann habe ich noch gekauft einen Sommerdressing, haben die jetzt auch vorübergehend im Sortiment. Gab es verschiedene Sorten. Ich habe jetzt diesen genommen mit Senf, Honig und Sesam und bin schon gespannt, wie das schmeckt. Mache ich dann über den Salat drüber, so schaut der aus. Und bin schon gespannt, wie das schmeckt. Der Inhalt sind hier 250 Milliliter und habe ich jetzt einmal so einen Sommerdressing gekauft. Und das letzte Produkt, das ich bei Lidl gekauft habe, ist eine Packung von diesem Beerenmix. Da sind verschiedene Früchte drin. Da wollte ich einen Obstkuchen machen. Der Inhalt sind hier 1000 Gramm. Und da sind wirklich ganz leckere Früchte drin. Also in dieser Verpackung sind rote Johannisbeeren drin, schwarze Johannisbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren. Habe ich jetzt eine Packung mitgenommen, weil ich ja einen leckeren Obstkuchen machen wollte. So, das war mein Lidl-Haul. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert meinen Kanal kostenlos und klickt noch auf das Glöckchen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns ganz bald im nächsten Video wieder. Bleibt gesund und bis bald. Ciao!